zurzeit auf der Meisterschule und eben jetzt dann im Sommer fertig. Was mich besonders begeistert an dem Beruf, einfach der Umgang mit den Pflanzen. Es blüht immer, es ist zu jeder Jahreszeit verschieden. Wir können hier bei uns Grün erleben, das heißt, grüne Pflanzen sind ein Erlebnis. Sie sind ein Erlebnis, indem sie einmal das Wohlfühlen steigern. Ein grüner, schöner, farbiger Garten macht das Leben freudiger und sie haben hier ein Erlebnis beim Einkaufen. Zweimal im Jahr haben wir Verkaufsschulungen für unsere Mitarbeiter. Das heißt, es kommt eine Trainerin ins Haus, die macht das jetzt bereits seit 9 Jahren bei uns. Es ist also auch ein sehr gutes Verhältnis zwischen Trainer und Mitarbeitern. Und es geht jetzt nicht nur darum, viel zu verkaufen, sondern eben auch gut zu verkaufen, eine gute Beratungsleistung abzulegen und einen zufriedenen Kunden nach Hause gehen zu lassen. Floristin ist natürlich mein Traumberuf, weil man einfach mit den Leuten zu tun hat. Man hat Kundenkontakt, man kann ein kleines Schwätzchen halten und Blumen ist ja sowieso was, was das Herz begehrt eben. Es macht Spaß, man hat gute Laune und selbst wenn das Wetter mal nicht so gut ist, die Blumen, die blühen, das Herz blüht mit. Der Memoriamgarten ist eine sogenannte Gemeinschaftsgrabanlage. Wir haben den gemeinschaftlich gebaut. Das sind 4 Augsburger Gärtner. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Augsburger Friedhofsgärtner und die haben ihn gebaut und betreuen auch diesen Garten. Der Vorteil für den Kunden, er hat immer eine toll gärtnerisch gepflegte Anlage. Er muss sich um nichts kümmern. Er hat sich hier über die Stadt in die Grabanlage mit eingekauft. Und wir Gärtner kümmern uns darum, dass das Grab jetzt und auch in 10 Jahren immer top ausschaut und pflegt. Er hat keinerlei Schwierigkeiten mehr. Das Grab schaut immer top aus.